Mord. Der 37-jährige Rapper aus Seineseng Dennis Samad wurde am Montag, 7. Oktober, in Gargis-Lesgonesse, Valdeuse, getötet. Er wurde auf dem Parkplatz eines MC Donalds erschossen. Rapper Samad wurde am Montag, dem 7. Oktober, am frühen Abend in Gargis-Lesgonesse, erschossen. Die Tatsachen ereigneten sich gegen 19.30 Uhr auf dem Parkplatz von McDonald's Fast Food. Laut Le Parisien wurde der Sänger aus Stains in seine Sängdenis in den Kopf geschossen. Er wurde auf dem Parkplatz geparkt, als ein Auto in der Nähe ankam. Laut einer Quelle in der Nähe der Untersuchung flohen die Autoren aus dem Auto, das in Stains verbrannt aufgefunden wurde. Die Abrechnung wird bevorzugt. Die Justizpolizei von Versailles wurde von den Ermittlungen erfasst. Der 37-jährige Samad war der Polizei bekannt, insbesondere wegen des Handels mit Waffen und Betäubungsmitteln. Er wurde im Gefängnis von Nanterre im Departement Hauts-de-Seine inhaftiert, befand sich jedoch derzeit in Urlaub. Im Februar 2001 war er wegen Drogenhandels und des Verkaufs von remilitarisierten Waffen aus seiner Zelle im Osni-Gefängnis mit 10 Komplizen an. Anfang September kündigte Samad mit Caris, Lacrim oder L'Artiste ein neues Album Commission Rogatoire an. 3 Tage nach dieser Ankündigung erschien der Clip Organized Crime mit Kalesh Criminal.